riecht's aber gut. Und irgendwie auch nach Kräuterbonbon. Nanu? Ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald wieder. Solange passe ich auf deinen Garten auf. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein ganzes Fass voll mit kleinen Kuchen. Und niemand da, der sie isst. Seltsam, was? Diese Napfküchlein sind Ullis Lieblingskuchen. Mit Kräutern aus seiner Apotheke. Probier mal. Komm schon. Nur mal dran knabbern. Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht Labormaus für die Napfküchlein sein. Labormaus? Ist das ein Wissenschaftler dort, wo du herkommst? Nein. Das sind... nicht so wichtig. Nein, das bringt nichts. Einmal heißer Kaffee. Das klappt so nicht. Ulrichs Schlummertrunk. Baldriantropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Ich habe keinen Laubtaler. Nicht einen einzigen. Schicker Pilz. So wie es da riecht, sind in den Töpfen bestimmt getrocknete Gewürze und Kräuter drin. Da steht Kaffee, kostenlos. Aber bitte, bitte probieren Sie auch unsere Napfkuchen. Extravagant. Hallo. Guten Tag, mein Freund. Moment, Ihre Stimme kenne ich doch. Ludwig Gräber, der Name. Fellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Stimmt, ich habe Sie schon mal im Radio gehört. Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Sie sind also Radiomoderator? Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Welle Sumpf, 100, Maul unten. Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber Ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden Sie den Fans erklären, dass Sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, Sie können doch nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Knack dir ne Nusshörnchen, wie die Jugend heute sagt. Nein, um mich dazu zu bringen, meinen Sendebetrieb einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zukleben. Ich wollte auch immer mal zum Radio. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein. Pfiffig? Ja, versuch einfach mal mir eine Vorlage zu geben, die ich gekonnt kontern kann. Ich hab's mir anders überlegt. Ich muss dann mal weiter. Auf bald. Und denk dran. Fellesumpf 103.5. 5. Maulwurf. Unten. Da hängt ein Schild. Dachterrasse gesperrt. Gefahr der Entführung durch Krähen. Das klingt nicht gut. Denken Sie dran. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Ja.
Willkommen. Willkommen in meinem kleinen Baumstammcafé. Hallo, ich bin Jerry. Du bist ja zuckersüß. Das Geräusch eben, das klang ja gefährlich. Aber ja, gefährlich lecker. Ich erschaffe etwas, was kein Mauswalder bisher gesehen hat. Explodierende Kekse. Wäre eine explodierende Torte nicht besser? Vertrau mir, Zuckerstück. Es wird pfannkuchentastisch. Ich hoffe, der Junge, den ich babysitte, wird auch ordentlich Spaß daran haben. Der kleine Humbert ist etwas schwierig. Alle denken, er wäre ein gemeiner, verzogener Junge. Aber für begabte Kinder ist es sehr schwer, unterfordert zu sein. Vielleicht bringen Ihnen meine neuen Kekse etwas auf Trab. Was diesen... Hast du einen interessanten... Noch nicht. Oh. Ich soll Blausaft und Gebäck fürs Wipfelfest bestellen. Oh, ist es schon wieder soweit? Wie schön. Ich werde viele, viele Napfkuchen backen. Und wie ist es mit diesem Blausaft? Tut mir leid, Zuckerpflaume. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Die haben seit Tagen schon keinen Blausaft mehr geliefert. Sie wohnen am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Ich bin neu hier, aber niemand fragt mich mal was. Oh ja, es muss wirklich traurig sein, wenn man so viel herumkommt und niemand nachfragt. Ja, nur zu, frag. Hast du einen Frosch auf deinen Reisen gesehen? Großer Typ, ziemlich gut aussehend. Er trinkt hier normalerweise Kaffee um die Zeit, aber bisher ist er nicht gekommen. Und ich dachte, wir sprechen über mich. Bis später. Pass auf dich auf. Ich bin doch schon da, Honiglöffelchen. Ich bin doch schon da, Honiglöffelchen. Hallo, junger Mann. Hätte der alte Uli jetzt gesagt. Wer ist denn der alte Uli? Ach, ein lieber Freund von mir. Siehst du das Bild hier auf dem Tresen? Ihm gehört diese kleine Kräuterapotheke. Ich verstehe. Also ist er gerade unterwegs und holt neue Kräuter? Nun, er ist auf einem Abenteuer und wird ziemlich lange weg sein. Ah, da hätte ich fast was vergessen, Apfelbäckchen. Einer von Ullis gesunden, zuckerfreien Dauerlutschern für dich. Zuckerfrei? Ich habe Ullis Kräuter auch in einige Teilchen gebacken. Stellte sich aber heraus, dass die so auch niemand wollte. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wusste ich doch, dass du Ullis Kräuter zu schätzen weißt. Nimm, die sind jetzt schon etwas trocken, aber... Trocken? Viel Spaß beim Lolli-Schlecken und Kuchenknabbern, Zimtsternchen. Auf bald! Der Wälster im Wasser ist ein Raubfisch und kann an einem schlechten Tag ganz schön ungemütlich werden. Die Schleuse soll ihn aus unserer Stadt fernhalten. Ich kann sie also öffnen, wenn der Wälster gerade nicht da ist. Wieder einer.